So, hier habe ich diesmal ein Kartenspiel für euch. Space Hulk Todesengel Kartenspiel. Warhammer 40.000. Mensch gegen Aliens in der grimmen Finsternis der Zukunft. Es ist ein reines Kartenspiel. So, Space Hulk Todesengel. Das Kartenspiel ist ein kooperatives Spiel, bei dem ein bis sechs Spieler einen Terminator-Trupp Space Marines kontrollieren, der sich tief in einem massiven Space Hulk hingegen wagt. Okay. Durch Teamspiel, Mut und rohe Feuerkraft müssen die Spieler entgegen aller Wahrscheinlichkeit die Bedrohung durch die Symbionten überwinden und sie alle ausmerzen. Wir werden nicht scheitern. Howdy, ich habe es mir damals nur gekauft, weil ich die Verpackung so geil fand. Muss ich ja jetzt mal zugeben. So, dann hätten wir hier, haben wir Karten. Was sind das für Karten? Ich habe keine Ahnung mehr, was das für Karten sind. Oh, es ist so verwirrend, dieses Spiel. Weil sie sind auf jeden Fall sehr cool designt. Also das muss man ja dazu sagen, sie sind wirklich gut gemacht. Na gut, es ist nur ein schlabriger Lüftungsschacht, eine dunkle Ecke. Ich glaube sogar, ich weiß es gar nicht, was das für Karten sind. Artefakt. Sporenkamin. Okay, die Karten sind jetzt nicht so nice. Was ist ja, was haben wir hier noch für Karten? Ich weiß es nicht. So, Raumschleuse für 1 bis 4 Spieler. Ja, keine Ahnung. Ich habe es einmal bis jetzt erst gespielt, weil ich habe einfach viel zu viele Spiele. Wie gesagt, ich habe es mir einfach nur gekauft, weil ich halt die Verpackung sehr geil fand, die Aufmachung der Karten sehr geil fand und diese Thematik ziemlich cool. Ich lasse euch den Link unten da. Lasst mir einen Daumen da oder lasst mir keinen Daumen da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.